Hallo, grüß euch und heute möchte ich mal die 5 No-Gos mit euch ganz kurz ansprechen und diskutieren. Falls du jemals gedacht hast, du könntest vielleicht mit Vertrieb oder mit Sales, mit Verkaufen dein Lebensunterhalt sehr gut bestreiten und sehr gutes Geld verdienen, möchte ich heute mal diese 5 No-Gos mit dir besprechen, kurz, ja. Die auf gar keinen Fall gehen im Vertrieb, im Sales, ja, das ja sehr, sehr stark von, besonders wenn du ein Einsteiger bist, von Kaltakquise abhängen wird auch, ja, also niemand wird dir sozusagen, wenn du anfängst mit Sales oder im Vertrieb, hier gleich einen ganzen Kundenstamm an die Hand geben, sondern die werden erwarten, dass du dir diesen selbst erarbeitest und entsprechend oder schon mitbringst. Und du wirst ja als Anfänger jetzt keinen haben und von daher wirst du dir diesen erstmal erarbeiten müssen. Und also Kaltakquise wird zu 80 bis 90 oder sogar vielleicht sogar 100% der Bestandteil deines Alltags sein, wenn du als Vertriebler anfängst und dir überlegst, okay, ich möchte jetzt einfach mal mit Verkaufen eine Menge Geld verdienen, denn ein guter Vertriebler verdient nun mal 30, 40, 50, 100% über das durchschnittliche Einkommen. Manchmal sogar 300%, ja, also du kannst als Vertriebler auch 300.000 Euro im Jahr verdienen, ist gar kein Thema, ja, je nachdem für welche Branche und Nische du dich natürlich entscheidest, ja, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern diese 5 No-Gos, wenn du dir mal überlegst, okay, die wollen gar nicht gehen, ja, und wenn du jetzt eine von diesen dich da wieder identifizierst, musst du auf jeden Fall an dich arbeiten. Das erste ist Egoman, ja. Das erste ist der Charakter Egoman. Wenn du jetzt mal einen Charakter hast, wenn du jetzt ein riesiges Ego hast, ja, dann wirst du in der Kaltakquise verzweifeln. Ja, also es ist mal Egoman. Ja, also riesiges Ego. Ja, also ich habe schon so einige gesehen. Ja, in der Telefonakquise schon alleine da, ja, geht schon los. Ja. Von Leuten, also teilweise im IT, in der Branche IT, wo ich sehr stark unterwegs bin und auch die letzten 10 Jahre war, da sind halt sehr viele Männer auch unterwegs, ja, man muss einfach leider sagen, dass die teilweise ein sehr großes Ego haben, ja, ja, was weiß ich, bedingt durch die Evolution, ja, der nichts von sich hält, der kriegt auch nichts ab, so ungefähr, aber das kann tödlich sein, ja, denn du wirst einfach nicht an vielen, vielen, vielen Hürden einfach nicht so ganz einfach dran vorbeikommen, ja, sondern du wirst da viel Gegenwind auch bekommen, viel Ablehnung, das ist immer wieder beim Thema Ablehnung, ich habe da vorhin gerade ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch hier oben, bitte gerne anschauen und ja, das ist ganz wichtig, denn wenn du ein riesiges Ego hast, wird das, entweder du arbeitest daran, dass du das sozusagen runterschraubst oder einfach komplett rausnimmst während deiner Arbeitszeit, oder du arbeitest am besten gleich komplett an deinem Ego, ja, was auch nicht verkehrt ist, ja, bist so ein bisschen mehr buddhistisch und bist weniger self-centered, obwohl du natürlich im Vertrieb sehr, wie soll ich sagen, sehr erfolgsbezogen sein musst. Und das ist eben diese Balance, ja, kein Egoman zu sein, aber gleichzeitig sehr erfolgsdriven, ja, und mit diese Balance zu finden, ja, damit haben viele Probleme. Und das ist das erste No-Go. Wenn du einfach ein großer Egoman bist, wirst du dir schwer tun. Das zweite ist, wenn du ein Quatschkopf bist, ja, ein Quassler, eine Labertasche, ja. Ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute in den Vertrieb gehen und teilweise auch behaupten, sie wären schon seit 10 Jahren und was weiß ich, wie lange im Vertrieb und auch erfolgreich und so weiter. Da frage ich mich immer, okay, warum bist du nicht schon längst Millionär? Ja, halt unheimlich viel labern und denken, das ist ihre große Stärke. Dem ist nicht so. Also, zweites No-Go ist Quatschkopf. Ja. Die Zeiten sind lange vorbei, wo du als Labertasche sozusagen, na, vielleicht geht es im B2C noch, ich weiß es nicht, damit habe ich wenig zu tun, aber im B2B-Geschäft ist der absolute Core-Skill, ja, also die Kernkompetenz, also eine der Kernkompetenzen, wenn nicht die Kernkompetenz, gleich nach Ablehnung, ich verweise auf mein Video, Ablehnung, sehr wichtiges Video, mit Ablehnung umgehen können, ja, ist einfach
zuhören können. Ja, ist genau das Gegenteil von viel labern. Ja, drittens ist Rechter bereit. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus den ersten beiden. Wenn du so ein, das war der dritte Punkt. Wenn du so ein Rechthaber bist, na? Also so ein Typ, ja, also das sind dann meistens auch die mit ihren Ehefrauen immer zu rumstreiten, ja, die einfach immer Recht haben müssen, ja. Und das ist ganz fatal, ja, weil im Vertrieb geht es nämlich genau um das Gegenteil, nämlich die Fähigkeit der Anpassung, ja. Du kannst meinetwegen, selbst wenn du Recht hast, ja, es ist manchmal sehr, sehr, wie soll ich sagen, intelligent und notwendig, ja, sozusagen deinem Kunden das Gefühl zu geben, dass er Recht hat, dass es seine Idee war, ja, und nicht deine Idee, und du auch kein Recht darauf drauf hast, immer Recht zu haben, ja. Das sind einfach so, ja, Rechthaber haben es da sehr schwer. Die müssen da umdenken, müssen sehr stark an sich arbeiten, ja. Das vierte ist, Menschen mit zu starken Minderwertigkeitskomplexen, ja. Das, viertens, Minderwertigkeitskomplexe, und das insbesondere gegenüber Frauen. Hier mal ganz kurz ein Beispiel, was ich damit auch meine, ja. Also, wir alle haben vielleicht irgendwo in verschiedenen Bereichen irgendwelche Komplexe, ja. Es gibt fast keinen Menschen ohne Komplexe, ja. Das muss auch nicht immer nur was Negatives sein, aber einfach Minderwertigkeitskomplexe gegenüber insbesondere Männer wieder, ja, im IT-Vertrieb sehe ich das ab und zu mal, gegenüber Frauen. Da wird es einfach wirklich sehr hart, weil die einfach reingehen, als wären sie sozusagen hier, wie soll ich sagen, nicht auf Augenhöhe mit den Frauen, ja. Und ich habe es einfach so oft schon erlebt, auch leider. Und dann einfach grundsätzlich immer einen Fight anfangen mit den Frauen und sich nichts gefallen lassen wollen und so weiter. Und du wirst nun mal, es gibt immer wieder Phasen, ja, das sind immer so Phasen. Insgesamt würde ich mal sagen, auf 1000 Telefongespräche hast du, sagen wir mal, vielleicht 10 oder 20 oder 30 wirklich schlimme Blocker dort. Ja, also Blocker, das sind einfach nur meistens Sekretärinnen, also meistens Frauen, ja, und dann wird es immer noch schlimmer für die Leute, die so einen Minderwertigkeitskomplex haben, ja, gegenüber Frauen, ganz schlimm, ja, im Business, ne? Also immer noch diese Ungleichheit, ja, sozusagen im Hinterkopf, im Unterbewusstsein, und sich nichts gefallen lassen wollen. Und es gibt nun mal, sagen wir mal, auf jedes hundertste Gespräch gibt es 2, 3 wirklich so Bestien, ja, die dich sehr minderwertig sozusagen mit dir sprechen, ja, sozusagen du bist Abfall, ja, du bist ein Verkäufer, ja, und dir das wirklich richtig wissen lassen, ja, das ist sozusagen, und damit kommen einige Männer nicht klar, besonders die einfach diesen Minderwertigkeitskomplex haben, weil sie dann einfach nicht diese Selbstsicherheit besitzen, ja, das einfach an sich abprallen zu lassen. Ja, und die fangen dann einfach an, teilweise sogar zu fighten, ja, so irgendwie in Streitgespräche reinzugehen, das geht ja gar nicht, ja. Also, wenn du das hast, da musst du wirklich an dir arbeiten, wirklich sehr gut, ja, ist ein absolutes No-Go, wenn du erfolgreich werden willst im Vertrieb, besonders als Einsteiger, und viel Kaltakquise machen möchtest oder machen musst, ja. Meiner Meinung nach muss jeder viel Kaltakquise machen. Du kannst es dir leisten, es outzusourcen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und das fünfte, tja, du wirst lachen, der fünfte Punkt, ich habe gar keinen fünften Punkt, aber 5 Punkte hört sich besser an wie 4 Punkte, von daher, das war's für dieses Video. Bis zum nächsten Mal, die 5 No-Gos, ja, hier nochmal kurz das Video anschauen, ja, wenn du es nicht gleich verstanden hast auf dem ersten Mal oder nicht alles mitbekommen hast oder was auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg, ja, und überleg dir, wenn du eines dieser No-Gos hast, ja, ob du vielleicht auch in richtige Branche bist, ja, und wenn du trotzdem noch die Ambition hast, guter Verkäufer zu werden, wie du da an dir arbeitest und
Schau dir dann mein weiteres Video an zum Thema Ablehnung. Sehr, sehr wichtiges Video, ja, wie du mit Ablehnung umgehst. Bis zum nächsten Mal. Das ist vielleicht der fünfte Punkt. Genau, mit Ablehnung umgehen. Ja, wenn du mit Ablehnung nicht. Das war der fünfte Punkt. Ja, fünfter Punkt, genau. Ablehnung, mit Ablehnung, wenn du mit Ablehnung nicht umgehen kannst, ja. Ablehnung ist das Gegenteil von Anerkennung, ja. Und Anerkennung ist für den Menschen sozusagen, ich würde mal sagen, die wichtigste Motivation, überhaupt irgendetwas zu tun oder erreichen zu wollen. Ja, es ist nicht das Geld, ja. Also Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um sich sozusagen Anerkennung letztendlich zu kaufen, ja. Auf einem gewissen Niveau, ab einem gewissen Niveau. Ja, also die Rolex, ja, das tolle Auto, die tollen Kleider, die tolle Wohnung, ja, dass dann quasi deine Freundin nach Hause kommt mit dir und sagt, wow, coole Wohnung, ja. Das ist die Anerkennung, die du mit diesem Geld kaufst, ja. Das Geld selber ist letztendlich nur Papierfetzen, ja. Das waren die fünf No-Gos. Wenn du noch Fragen dazu hast, hier einfach in die Kommentare reinhauen. Aber den Kanal hier oben, genau, oder schau dir das nächste Video an, das mit der Ablehnung ist nochmal sehr wichtig. Und dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und als Einsteiger, wenn du Fragen hast, jederzeit an mich wenden, ja. Du kannst mich hier einfach auf Klein Marketing direkt anschreiben oder auch hier unten in die Kommentare hauen. Bis zum nächsten Mal. Abonnier den Kanal, Daumen hoch, tschüss, dein Thomas Klein.